Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal was ausprobieren und zwar mit. Das ist Sandra, die Heike und das ist der Helmut. Drei so Würmer und zwar aus Silikon. Die gibt es beim Nanunana, falls euch interessiert. Und die möchte ich einfach mal durchziehen und schauen, was rauskommt. Wird wahrscheinlich wieder lustig. Jetzt schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Farben zeige ich euch ein paar nachher. Dann lasst uns starten. Bis gleich. So, Freunde. Da sind die drei Würmer. Was ich mir vorstelle, ist, hier eine Linie zu ziehen und die dann praktisch weglaufen zu lassen. Ich mache jetzt alle Farben ohne Silikon. Die Farben habe ich, jetzt muss ich nochmal schauen, das war dieses Violett. Ja, Violett hell. Eigentlich rosa kann man fast sagen. Violett hell. Dann Brillant Grün. Und Orange, heißt aber bei, also sind alle von Amsterdam, heißt jetzt Zinnober, ist aber meiner Meinung nach wie ein Orange. Okay, und Permanent Gelb nehme ich als Grundfläche. Da fangen wir jetzt gleich mal an. So. Ich habe die Farben diesmal auch etwas dünner gemacht. Weil es kann sein, wenn es nicht funktioniert, dass ich es mit dem Föhn noch etwas verpuste. Wird halt mal wieder ein Test. Lassen wir es erstmal schön laufen, über die Kanten auch. Ja. Der Rahmen ist übrigens 30 auf 60 cm. Ja, das reicht gerade so, die Farbe. Komm schon. Okay. Schauen wir mal, dass wir alle Kanten auch soweit voll haben. Hier noch nicht ganz. Nicht so schlimm. Okay. Da merke ich, dass an den Kanten dieser Rahmen nicht so gut ist, weil da bricht die Farbe ab. Aber jetzt schauen wir erstmal. So, gut im Bild, jawohl. So, ich wollte ja ursprünglich mit diesem hier was machen, aber da habe ich noch einen anderen. Ich weiß noch nicht, ob ich was mache, der gefällt mir nämlich so. Kurz noch die Luftbläschen rausmachen. Nicht ganz so schlimm. Gut.
Was ich jetzt aber erst machen möchte, mit diesem Trichter ziehe ich eine Linie, muss nicht ganz gerade sein. Mische mir da die Farben, ich fange jetzt mal mit Violett an. Diesen Zinnober. Und dem Grün. Lass jetzt einfach noch ein bisschen Violett von oben rein. So, lass den einfach schon mal laufen und setz den dann unten an und ziehst durch die Farbe durch. Wie gesagt, muss nicht gerade sein, aber auch nicht zu schlängelhaft, sage ich jetzt mal. Ich fahre jetzt aber einfach nochmal zurück, damit ich auch das Grün etwas mitbekomme. So. Okay, weil viel Farbe brauchen wir nicht. Was ich aber jetzt mache, ich werde die Würmer mit Silikon einschmieren, mit dem Silikon 300, weil mir da sonst zu viel Farbe hängen bleibt. Und natürlich auch vielleicht für den Zelleffekt ja nicht so schlecht ist. So. Genau, das 300er ist okay. Wen nehme ich als erstes? Ich werde das ein bisschen drauf tropfen. Und verschmiere das schön. Die sind ja aus Silikon, aber ich will erstens mal einen Effekt reinbekommen und zum zweiten, dass nicht so viel Farbe hängen bleibt. So, mein Freund. Setzt sich jetzt erstmal hier an. Jetzt ist er natürlich glitschig. Und genau da, wo die Farben sind. So. Hebt das am Ende. Ja, ist recht schwer, da muss man aufpassen. Dass wir nicht zu viel Farbe wegnehmen. Putzen mal geschwind etwas ab, von der Farbe befreien. Aha, ich sehe schon, ja. Ich muss den ein bisschen anheben, weil der doch recht schwer ist. Wisst ihr was, ich bleibe beim Grünen. Mache nochmal ein bisschen glitschig. Lege ihn das zweite Mal hin. Ja, die sind etwas zu schwer. Aber es ist okay. Und das dritte Mal. Aber ich finde, es kommt trotzdem ein schöner Effekt raus. Also ein bisschen blumenartig. Das
So, nur haben wir jetzt Stellen natürlich, wo die Farbe etwas weg ist. Jetzt schaue ich mal, ob man da noch was machen kann. Ob man das vielleicht noch ein bisschen laufen lassen kann. Und dadurch zieht sich ja dann alles etwas auseinander. Aber ist natürlich schwierig jetzt. Weil so überläuft es natürlich alles. Wisst ihr was, ich lasse das einfach mal so trocknen. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann doch, ob es dann doch etwas gleichmäßig trocknet. Oder ob es nicht geworden ist. Also wie gesagt, etwas zu schwer. Die Würmchen. Erhitzen wir alles mal. So. Ja, da schaut halt das Weiß durch. Ja, gefällt mir nicht so ganz, weil das Weiß durchschaut. Und das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen mit dem Föhn verpusten. Und bekommen dann trotzdem noch etwas Schönes dabei raus. Jetzt schauen wir mal. Nehmen wir einfach einen ganz normalen Föhn, also keinen Heißluftföhn. Stellen ihn auf Stufe kalt und dann testen wir. Okay, ich bekomme hier, hier und hier die Farbe nicht zusammen. Dann werde ich es jetzt vielleicht doch mal etwas laufen lassen. Weil so gefällt es mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Und das Problem ist, dass ich... Na gut, hier läuft es eventuell zu. So bekommen wir das hin. Wo ist die Fliege? Ich höre sie. Ich hoffe, ich bin noch so weit im Bild. Ich muss jetzt etwas tricksen mit dem Laufen lassen.
so natürlich laufen lassen, dass die Löcher zugehen. So, da unten habe ich eigentlich noch, wo mein Finger drauf war. Etwas rüber noch. So, und jetzt lassen wir es einfach so laufen. Ich sage jetzt einfach mal, wie es mir dann gefällt. Okay. Warum hebst du nicht? Etwas runterlaufen lassen. Aber hier habe ich noch ein Löckchen. Das stopfe ich jetzt aber mit etwas Farbe. Okay. Tja, das war jetzt mal wieder so ein Versuch, wo nicht ganz geklappt hat. Aber was ist da drin? Aber ich finde jetzt trotz allem, habe ich mal das Beste draus gemacht und ich finde das Ergebnis trotz allem nicht wirklich schlecht. Nur noch ein paar Zellen raus. Aber nur ein paar, weil das Silikon war ja nur auf dem Wurm. Okay, ja gut, ein Versuch war es wert. Aber ich habe gemerkt, die sind zu schwer. So, ich lasse es kurz mal einziehen für, ja, wieder 10 Minuten. Grün haben wir kaum noch drin. Ja, ein bisschen Grün kommt schon noch raus. Und dann zeige ich es euch mal von Namen natürlich wieder. Gut. Dann bis gleich. Okay, Freunde, ich war mal wieder experimentierfreudig. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis einfach mal an. Ich finde es aber trotzdem nicht so schlecht, wenn einer nicht weiß, was ich machen wollte. Der war gut. Weil es gab dadurch trotzdem einen schönen Verlauf. Gerade auch hier, also ein bisschen Marmoreffekt.
Wir warten einfach mal, bis es trocken ist. Den werde ich dann auch mal wieder auf Instagram reinstellen. Also ich werde es trotzdem so lassen. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. War mal wieder ein Test. Ein kleines Experiment. Aber nicht so wie gewollt. Trotzdem schauen wir mal, wie es dann aussieht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.